Jetzt nehme ich auf. Und das ist auch bestellt und so, ich kann auch. Okay, drück mal die Power-Buttons bei der Anlage unten. Unten, da. Die Kippschalter. Kippschalter? Ja, perfekt. Gut. Ja, hallo zu meiner komischen Stunde über Ellipsische Kurven. Genau, wir sind ja schon das eine oder andere Mal erwähnt worden in einem der Vorschläge, eben gerade in dem Zusammenhang, dass man die auch mit Verschlüsselung nutzen kann. Und ich wollte mal kurz auch eingehen, was das denn ist. Wobei, was das denn ist, eine relativ schwierig zu beantwortende Frage ist, weil relativ viele Felder ineinander greifen. Und wenn der eine ellipsische Kurve sagt, vielleicht nicht, dass man was der andere meint. So als erstes Beispiel, das sind drei Bilder von der ellipsischen Kurve, jeweils unter einem Achtfachen betrachtet. Das linke hier ist, was wir uns heute anschauen werden, also diese beiden Bilder hauptsächlich. Genau, da sieht man hier unten, da hat man irgendwie so eine Gleichung gegeben und diese Gleichung beschreibt jetzt eigentlich diese rote Linie und wir tun mal das gleiche nochmal. Und das ist eine Möglichkeit, wie man eine ellipsische Kurve gehen kann. Das ist, wie man das in der algebraischen Geometrie oder sowas zum Beispiel kennt, für Leute, die die Begriffe schon mal gehört haben, für Leute, die sie nicht gehört haben, ist das auch nicht wichtig. Wenn man dann woanders in andere Felder geht, dann sagen Leute, okay, ellipsische Kurven ist nichts anderes als Donuts, als Tori. Und man muss die irgendwie verstehen, wenn man ellipsische Kurven verstehen will. Das wäre dann der Standpunkt, auf den sich Funktionentheoretiker oder vielleicht auch eher Differentialgeometer stellen können. Und hier drüben ist noch ein Standpunkt für die algebraische Geometrie, beziehungsweise dann eben später auch für Leute, die Krypto machen wollen, weil man dann eben feststellen kann, Computer können nicht so gut mit unendlichen Körpern. Das ist so ein bisschen, also mit unendlich vielen Zahlen, das ist so ein bisschen schwierig. Also wenn man das lieber endlich haben, wenn man sich jetzt eine ellipsische Kurve anschaut über einen Körper mit circa 60 Elementen, wahrscheinlich ein paar weniger, dann ist das was Endliches und endliche Zahlen können Computer halbwegs gut. Genau, wir werden uns jetzt heute eigentlich mit dem ersten und mit dem letzten Teil ein bisschen auseinandersetzen. Ja, und ich hoffe, ich kann mich ein bisschen dafür begeistern, warum ellipsische Kurven irgendwie ganz cool sind, warum Mathematiker die angucken, warum die vielleicht speziell sind und dann am Ende darauf eingehen, warum wollen dann Kryptografen die eigentlich haben, was können die denn? So als Überblick, wir kommen nicht um ein bisschen Mathe rum, zumindest ist mir nicht das, was eingefallen ist. Sag gleich, das ist alles, ich habe es so anschaulich wie möglich gehalten und ihr kennt das alles. Also alles, was ich hier heute anschreibe, habt ihr schon mal gesehen und ich mache ganz, ganz viele Beispiele. Und genau, also wir werden anfangen, wir müssen noch mal kurz überlegen, was ein Körper ist, um klar zu werden, über was wir betrachten, überhaupt definiert ist. Dann werden wir halt die einfachen Beispiele anschauen und Pronomen definieren, die kennt ihr schon. Dann werde ich kurz dazu sagen, was sich die klassische algebraische Geometrie eigentlich interessiert. Dann die Kurven definieren und gucken, warum die toll sind. Und dann eben die Folgerung für die Kryptographie am Ende. Das ist unser Plan. Genau, wir fangen mit der ersten Definition an. Eine Menge K als Körper, wenn es zwei Verknüpfungen gibt, nämlich plus und mal, sodass die üblichen assoziativ-kognitiven Distributivgesetze, so wie ihr sie aus der Schule kennt, gelten und jedes Element, das nicht gerade 0 ist, ein inverses hat und jedes Element negatives besitzt. Das bedeutet, wenn ich ein Element habe, das nicht 0 ist, dann könnte ich ein zweites, wenn ich das anmultipliziere, kommt da 1 raus, beziehungsweise wenn ich mir irgendein Element vorgebe, wenn ich ein zweites, wenn ich die beiden addiere, kommt 0 raus. Und genau, um da ein Beispiel dafür zu geben, haben wir die nächste Folie. Wenn die euch, denke ich, am bedeutendsten sind die rationalen Zahlen und die reellen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind die Brüche. Da ist das Ganze relativ klar. Wenn ihr irgendeinen Bruch habt, macht ihr mit dem Kehrbruch und dann multipliziert ihr das, dann kommt da 1 raus. Und der Kehrbruch, den gibt es halt immer, außer ihr habt den 0. Und das mit der Addition haut auch hin.
bei den reellen Zahlen kommen dann unten die Wurzeln und irrationale Zahlen dazu, aber das funktioniert da immer noch alles. Ein Beispiel, das vielleicht nicht so geläufig ist, aber dafür später bei der Kryptographie umso wichtiger wird, das Z mod PZ. Das heißt, wenn ihr die ganzen Zahlen von 0 bis P minus 1 betrachtet und dort also Rechner mit Rest macht, also genau mit der Uhr, einfach Rechner mit Rest, dann stellt sich raus, dass das auch ein Körper ist. Das ist nicht so offensichtlich. Genau, würde ich euch an der Stelle zu glauben oder wie auch immer. Und noch abgespaceter wird es dann, es gibt noch die komplexen Zahlen, falls die schon mal einer gehört hat, die liegen in irgendeiner Ebene. Und noch so ein spannender Körper ist, viele spannende Körper sind die FPM, aber auf die würde ich jetzt überhaupt nicht eingehen, wie die definiert sind, weil das führt noch weit weg. Aber auch die sind kryptografisch spannend. Weil das sind wieder Mengen mit nur endlich vielen Elementen, sprich endliche Körper. Und da kommen dann hinterher wieder endliche elliptische Kurven raus. Und das ist wieder was, was ein Computer relativ gut handeln kann im Vergleich zu Q, R oder C, wo zu viele Elemente drin sind, als dass er damit Großes anfangen könnte. Endlich, nicht endlich. Ich habe FGM ist endlich. Okay. Genau, genauso wie diese Mengen hier natürlich auch. Und C und R sind unendliche Mengen. Genau. Dagegenbeispiele habe ich mal, also so die ganzen Zahlen, die ihr kennt, und die natürlichen Zahlen sind Gegenbeispiele, wo man gleich leistet, woran das schief geht. Ein bisschen anderes Gegenbeispiel, wenn man Z und Z stimmt, also die Zahlen von 0 bis 3, dann kann man sich überlegen, dass das 2 keinen Inversus hat. Genau. Und natürlich kann man, also das ist eine kleine Auswahl von diesen Beispielen, weil zum Beispiel kann man sich auch Gegenbeispiele überlegen, wo die Assoziativität kaputt geht oder die Disruptivität oder die Kommutativität. Dafür habe ich jetzt kein Gegenbeispiel rausgesucht, das nur um so ein Gefühl zu kriegen. Also wenn ihr euch jetzt bei dem Vortrag erstmal Q oder R die ganze Zeit vorstellt, wenn ich Körper sage, dann seid ihr bis zu den letzten paar Minuten gut dabei. Genau. So, jetzt haben wir diese Körper, also letztendlich Mengen, wo wir addieren, multiplizieren können, wie wir das gewohnt sind. Und jetzt müssen wir noch Polynomringe definieren. Genau, da gibt es so eine Notation und Polynome sind eben, Polynome, die Sie in der Schule kennen. Also in der Schule habt ihr auf jeden Fall diese Notation, also kx gesehen, denke ich mal. Also Polynome in einer Variable, da habt ihr dann irgendwie so für quadratische Polynome, zum Beispiel die Mitternachtsformel oder sowas hergeleitet, um dann Nullstellen zu suchen. Ihr hattet sicherlich auch Quadraten und ähnliches, vielleicht auch mal kubische, also keine Ahnung, höhere Polynome, wenn ihr mal irgendwas ableiten wolltet oder integrieren wolltet. Die nennen wir Polynome in einer Variable. Was wir aber heute brauchen, sind Polynome in zwei Variablen. Und da ist überhaupt kein Trick dabei. Das ist eigentlich genau das gleiche mit Polynomen in einer Variable, bloß dass wir halt mal eine zweite Variable haben und die darf auch in die linearendlichen Potenzen vorkommen und damit die Zähne wieder ab. Und die bezeichnen wir dann auch im nächsten Übungsmal. Genau. Wir brauchen zwei Variablen, weil wir eigentlich Geometrie machen wollen. Wir wollen ein schönes Bildchen machen. Und wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, dann wisst ihr, dass Polynome in einer Variable nur so endlich viele Nullstellen haben. Und so endlich viele Punkte irgendwo auf einer Gerade sind nicht so schön geometrisch anschaulich. Und wenn ihr aber so ein Polynom in zwei Variablen nehmt, dann darf das unendlich viele Nullstellen haben. Und die können cool aussehen. Da ist dann auch wirklich gerechtfertigt, dass man sagt, man betreibt Geometrie, wenn man sich diese Nullstellen anschaut. Genau. Ich habe noch mal kurz Beispiele dafür. Also zum Beispiel x2 Quadrat minus 1 ist ein Polynom in zwei Variablen, zum Beispiel über den Körper u. Genau, ax2 plus bx2 plus c in kx. Das kennt ihr wahrscheinlich irgendwie aus der ABC-Formel von der Schule oder so, wenn ihr da Nullstellen suchen wolltet. Ist ein Polynom in einer Variable. Genau, ich habe jetzt als drittes Beispiel nochmal das gleiche Polynom genommen. Man kann das natürlich auch als Polynom in zwei Variablen auffassen, wenn man die eine Variable
passiert oder kommt halt da nicht vor, das ist aber erlaubt. Genau. Und ja, jetzt ist so die Frage, was machen jetzt algebraische Geometer? Und die gucken sich Verschwindungsmengen an. Oder Nullstellenmengen von diesen Polynomen, die ich gerade schon gesagt habe. Die interessieren sich dafür, dass irgendwelche Nullstellenmengen irgendwelche Sachen verschwinden. Und warum macht man das? Also diese Definition ist nicht so wichtig, aber wir können uns mal die Verschwindungsmenge von diesem Polynom anschauen. Das hatten wir gerade schon über Q, jetzt haben wir es über R. Kann mir einer von euch sagen, was die Nullstellenmenge von diesem Polynom ist? Wann ist das Null? Ja. Ich muss mich nicht melden, ich glaube, keine Definition. Der Einheitskreis. Ja, genau. Genau, ist der Einheitskreis. Also, genau. Alle Punkte, die den Abstand 1 vom Ursprung haben, in der euklidischen Metrik erfüllen diese Gleichung. Also, genau. Man kann das einfach auch umschreiben als xy und r, die Norm gleich 1 haben. Und das ist hier ja, der Einheitskreis. Anders bezeichnen wir das 1. Genau, und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, wenn man also sich jetzt Nullstellenmengen in zwei Variablen anguckt, scheinen da geometrische Konstrukte rauszukommen. Zumindest würde ich den Kreis als irgendwas Geometrisches empfinden. Man kann das Ganze natürlich noch in viel höheren Dimensionen machen und dann kommen da andere tolle Objekte raus, aber irgendwie da finde ich, ist der Name Geometrie gerechtfertigt. Dass man, genau, also bei diesen Nullstellenmengen scheinen irgendwie spannende Sachen rauszukommen. So, und jetzt sind wir in der Lage, elliptische Kurven zu definieren. Und die Definition sieht jetzt leider, also tut mir leid, aber die sieht so scheiße aus, wie sie ist. Wenn wir den Raum einschließen, das Polynom in zwei Variablen, und fordern, also in genau dieses Polynom, könnt ihr euch merken oder könnt ihr auch lassen, wie es für dich ist, mit der Forderung, dass diese Ungleichung wieder erfüllt ist. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das spannend? Das sieht schon einfach ziemlich kurz aus und die Nullstellenmenge kann ich untersuchen, aber sieht jetzt nicht so cool aus wie die Einheitssphäre. Wenn ich mir das jetzt genauer angucke, also wenn die ganze Welt irgendwie über elliptische Kurven spricht, dann müssen die irgendwas Tolles können. Und das Tolle, was sie können, ist mit Geraden schneiden. Und da können wir uns jetzt Bilder anschauen. Dieses Blaue hier ist eine der elliptischen Kurven, die wir auch am Anfang noch an der Bilder gesehen haben, und das Rote ist irgendeine Gerade. Und wir sehen, dass wir hier einmal die Gerade zweimal schneidet und dann irgendwie parallel verläuft zu der elliptischen Kurve, also nicht noch ein drittes Mal schneidet. Hier sehen wir, dass sie dreimal schneidet. Also wir haben bisher gesehen, zweimal Schnitt und einmal dann verläuft es eher so parallel zur elliptischen Richtung. Dann haben wir das Beispiel, wir haben hier sowas irgendwie dieses Tangentiales und Einschnittpunkt oder was Tangentiales und es läuft parallel. Wenn ihr ein bisschen Mathe mal irgendwo gehabt habt, habt ihr vielleicht auch gehört, dass wenn irgendwas Tangentiale ist, man häufig auch von einer doppelten Nullstelle spricht. Was in dem Fall irgendwie heißt, okay, also im vorigen Fall hatten wir zwei Nullstellen unten parallel oder drei Nullstellen. Hier hatten wir eine doppelte Nullstelle und parallel, das ist das rechte Foto, und eine doppelte Nullstelle und noch ein zusätzlicher Schnittpunkt. Also letztendlich sind das die gleichen Fälle wie vorher, wenn wir den doppelten Schnittpunkt als zwei Schnittpunkte zählen. Und dann haben wir noch einen Sonderfall, nämlich dass es die ganze Zeit parallel läuft. Und das nennen wir dann einen dreifachen Schnittpunkt in unendlich. Also immer wenn es anfängt parallel zu verlaufen,
sagen wir, der dritte Schnittpunkt mit dem Unendlichen. Und damit sehen wir, dass Geraden entweder dreimal schneiden, einmal tangential sind und einmal schneiden, oder, oder die Gerade nur zum Unendlichen dort aber dann dreimal schneidet. So, und was hilft uns das jetzt? Das ist also total schwer. Also wir haben jetzt diese Geraden und irgendwie egal was wir gerade nehmen, wir kriegen drei Schnittpunkte. Oder anders gesagt, wir können uns zwei Punkte auf der elliptischen Kurve vorgeben und wir kriegen immer einen eindeutig bestimmten dritten durch die Gerade, die durch die ersten beiden Punkte geht. Und das ist irgendwas, was man so einer Kurve erstmal nicht ansieht und was ziemlich cool ist. Also man würde nicht erwarten, wenn man jetzt irgendwie so ein paar geschwungene Linien auf die Ebene malt, dass jede Gerade die dreimal schneidet und das eindeutig passiert. Und elliptische Kurven können das. Und wenn wir jetzt sagen, okay, zu jedem zwei Punkten auf dieser elliptischen Kurve finde ich einen eindeutigen dritten, dann kann ich das ja als Funktion auffassen und mal gucken, was die kann. Und es stellt sich raus, diese Funktion kann einiges. Also erstmal ist klar, wenn ich die beiden Punkte vertausche, dann ist die Gerade dadurch natürlich immer noch die gleiche. Stellt sich raus, wenn ich den Punkt nehme und die Gerade durch unendlich durchlege, dann ist der dritte Punkt wieder P selbst. Und ich finde, immer zu jedem P in Q, dass P plus Q unendlich ist. Und das, was am nicht offensichtlichsten ist, was wirklich viele Rechnung ist und ziemlich scheiße ist, dass das Assoziativgesetz, das ihr irgendwie aus der Schule kennt, gilt. Und was man dann erkennt, ist, diese Schnitte mit Geraden geben der elliptischen Kurve die Struktur von einer Gruppe, von einer arischen Gruppe. Da müsst ihr euch zurückerinnern an einen Vortrag von Axel. Der hat arische Gruppen eingeführt, als er über RSA geredet hat und zyklische Gruppen. Ja. Willst du erst auslegen? Ich meine, kannst du noch mal kurz wiederholen, wie die Addition definiert war? Genau. Die Addition ist dabei definiert, wenn du dir zwei Punkte auf der elliptischen Kurve vorgibst, legst du eine Gerade durch und dann schneidet sie ein drittes Mal. Mhm. Wobei unendlich irgendwie auch zählt, wobei was eine Gerade durch unendlich durch ist, irgendwie technisch wird. Und dieser Schnittpunkt, der dritte Schnittpunkt, ist die Addition. Okay, musst du nicht noch einmal spiegeln? Weil ansonsten passt es mit P plus unendlich gleich P nicht. Weil es kann sein, dass du recht hast. Weil du musst, wenn du einen Punkt nimmst und die senkrechte Gerade nimmst, kriegst du den gegenüberliegenden Punkt und den musst du nochmal spiegeln. Stimmt. Ja, du hast recht. Ja, man muss noch einmal spiegeln. Ja, Axel hat recht. Ändert aber nicht so viel. Also irgendwie, man kriegt eine coole Gruppenstruktur durch Geraden. Was wirklich unerwartet ist. Also, wenn man sich irgendeine Kurve geben würde, ist. Also, dass das überhaupt eine Gruppenstruktur ist, ist schon strange. Und ja, dass das Ganze dann auch noch eine kommutative, also eine arische Gruppe ist, das ist cool. Und man sieht schon, also, ich weiß nicht, ob ich hier irgendjemand erreiche, aber es ist relativ kompliziert, das Ganze zu erklären. Das heißt, diese Gruppenstruktur scheint irgendwie kompliziert zu sein. Und das ist dann auch so die Hoffnung, die man hat, wenn man damit Kryptographie machen will. Jetzt habe ich die ganze Zeit diese Addition und Multiplikation über Geraden versucht zu erklären. Man kann das Ganze natürlich auch in Formeln gießen. Genau. Und diese Formeln für diese Art von Addition, die gelten dann überall. Genau. Dann wäre das Problem, man kann gerade mit Tangenten sehr gut über Q, R oder C an eine irgendeine Kurve liegen. Wenn wir endliche Körper haben, ist so die Definition davon, was jetzt eine Tangente oder sowas ist, ein bisschen schwieriger zu machen. Aber wenn wir erstmal diese Formeln haben, die gelten so gut wie überall. Man muss also ein bisschen aufpassen, weil man irgendwie ein paar Mal mit zwei oder mit drei multiplizieren oder teilen muss. Und dann sollte man den Körper in seinem nicht Charakteristik haben. Genau.
Aber wenn wir jetzt also uns endliche Kappa nehmen, so wie wir sie vorhin gesehen haben, dann können wir einfach darüber über uns ein Element aus jenem Element bringen, durch dieses Element eine zyklische Untergruppe. Und mit dieser zyklischen Untergruppe können wir RSA machen, so wie Axel das erklärt hat. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du da DSA machst. Ja, DSA. Also RSA funktioniert ziemlich sicher nur mit Primzahlgruppen. Glaube ich. Okay. Also es gibt ECDSA und DSA haben wir noch nicht erklärt. Aber was auf jeden Fall geht, ist ECDP-Helmen. Das DP-Helmen war das, was wir letztes Mal hatten, irgendwann von mir. Und also Diffie-Hellman war das, was ich erklärt hatte, das war mit dieser Bild, mit diesem Schlüsselaustausch. Und das geht auf jeden Fall mit dem. RSA ist speziell für diese Primzahlgeschichten, ja, glaube ich. Ja, das kann gut sein. Über DSA wollte ich irgendwann nochmal einen Vortrag machen. Okay. Aber. Gut, aber ja. Aber das DSA hat ähnliche Ziele wie RSA. Ja. Ja, auf jeden Fall braucht man eine zyklische Gruppe dazu und man hofft auch, dass die kompliziert genug ist, sodass dieses diskrete Logarithmusproblem oder das DSA-Problem, das wahrscheinlich ein bisschen anders ist als das diskrete Logarithmusproblem. Nee, DSA basiert auf diskreten Log. Okay. Aber dass das kompliziert zu lösen ist bei dieser Gruppe, weil die Gruppe kompliziert ist. Das ist letztendlich, was man sich erhofft, um darüber dann ja, coole Verschlüsselung zu machen. Ja. Ist dieses kompliziert ein technischer Begriff oder mathematisch-technischer oder ist es... Das ist mal... Oder meinst du allgemein? Kompliziert ist gemeint, als ist es ein Kandidat für eine One-Way-Function. Also, ah, okay. Es ist als ein, es ist ein klar definierter Begriff, was kompliziert heißt. Das wollte ich wissen. Aber es ist... ja. Ich glaube, Tim meinte das hier mehr so intuitiv. Ja. Ja. Okay, ist eher so intuitiv, genau. Ja. Genau, und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ich hoffe, es hat irgendwie was gemacht. Genau. Eine Frage habe ich im Schaubild vorhin. Bei der horizontalen Geraden, die durchs Bild führt, der eine Schnittpunkt links ist nicht markiert. Ist das, ja, das ist natürlich, weil ich gefuscht habe, als ich die Schaubilder gemacht habe. Ich habe halt die Gerade irgendwie ein bisschen leider dran angelegt. Also, ja, die Schaubilder haben sie nicht. Also, okay, die müssen natürlich auch nicht uns sagen. Gut, ich wollte nur wissen, ob ich das richtig verstanden habe oder ob das nur geschaut wird. Nee, das reicht. Okay. Ja. Also, ich habe übrigens, falls es, also, diese FPN-Geschichte, die er kurz angeklungen hat, die hatte ich mal tatsächlich eingeführt in dem Reed Solomon Codes Vortrag. Vor der ganzen Weile, ich weiß nicht, wer da schon da war und so, aber da existieren auch Folien für und der war ganz gut bei der Vortrag, aber da hatte ich das mal eingeführt, weil ich dachte, das geht, aber es geht einfach nicht.